Der Vogel wird hier platziert und dann sind solche Stellen, die sind normalerweise weiß. Und mit der Druckluft wird dieser Vogel jetzt nach und nach ausgeblasen. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Die Vogelsammlung des Museums für Naturkunde in Berlin ist die größte ihrer Art in Deutschland. Und wir haben auch viele Präparate, von denen es heutzutage eben auch gar nicht so viele erhalten mehr gibt. Insbesondere auch der Zweite Weltkrieg hat hier starke Schäden hinterlassen. Es ist dokumentiert, dass die Einschläge der Bomben und Granaten hier solche Druckwellen erzeugt haben, dass die Scheiben in den Vitrinen und in den Fenstern zerborsten sind, dass die Präparate beschädigt wurden, sie aus den Fenstern geschleudert wurden. Und mindestens 1000 Präparate sind direkt komplett vernichtet worden in dieser Zeit. Die kleineren Vögel hat es tatsächlich ziemlich stark erwischt. Die Druckwelle hat an den Kleinvögeln sehr, sehr viel Schäden verursacht. Also sowas wie hier zum Beispiel, der Vogel ist gar nicht richtig auf dem Ast fixiert. Das wäre also jetzt ein Vogel, der von den Präparatoren nochmal gerichtet und repariert werden muss. Flügel ist schnell angesteckt. Das ist immer die Frage, was, wie kaputt die letztendlich sind. Das kann man auch schlecht sagen. Aber es ist ja mal so 20 kleine am Tag, wäre schon machbar. Ne? Natürlich sind immer einzelne Tiere nach Bedarf schon restauriert worden, auch deutlich aufwendiger, als wir das jetzt hier tun und leisten können, mit dem Ziel, hier die ganze Masse erstmal zu sichern. Aber es ist die erste flächendeckende Aktion in diese Richtung. Jedes Objekt wird in die Hand genommen, mit Druckluft erstmal vorsichtig ausgeblasen, sodass der Staub, der dort drin ist, in das Digestorium geht, wo eine starke Absaugung ist, und der nimmt den Staub mit in Filteranlagen, wo er rausgefiltert wird. Stäube, die bei dieser Reinigung jetzt auch wieder frei werden, diese sind stark biozidbelastet. Biozide sind Stoffe, die zur Konservierung der Präparate eingesetzt wurden und zur Vermeidung von Schädlingsbefall. Diese sind allesamt stark schädlich für die menschliche Gesundheit und eben auch schädlich für die Umwelt. Über den Zukunftsplan haben wir nicht nur die Möglichkeit, eben die Räume hier zu sanieren, sondern wir wollen eben auch die Vögel, die beschädigten Präparate dabei aufbereiten, dass sie in Zukunft besser genutzt werden können.